Dank, Manfred. Ich habe noch ein bisschen Gänsehaut. Danke für die warmen Worte. Und jetzt als nächstes begrüßt bitte ganz herzlich die Julia Schwarze. Sie ist ein bisschen aufgeregt. Nehmt ihr mal bitte ihre Angst. Setzt mal ein nettes Lächeln auf. Begrüßt sie mal ordentlich. Bitte, Julia. Guten Tag, Berlin, Freunde, Volksleute und Patrioten. Ich möchte euch alle herzlich mit einem Merkel-Muss. Für alle, die nicht wissen, wer ich bin die Julia, komme aus Marane, 24 Jahre alt. Ich gehöre keiner Gesinnung, Organisation oder Partei an. Ich bin eine normale Bürgerin wie ihr, die einfach nur die Schnauze voll hat, weiterhin zu schweigen. Und ich stehe heute vor euch, um das deutlich zu machen, dass es hier so nicht mehr weitergehen kann. Mit einer Islamisierung inmitten Deutschlands, mit einer kulturellen Überfremdung, mit dem Wissen, dass massenhafte Vergewaltigungen an der Tagesordnung stehen und dass endlich der Terror und die Angst in ganz Europa ein Ende hat. Wer hier leider schon Fuß gefasst hat, ich sag nur Frankreich, Köln, Brüssel, München, was muss denn noch alles passieren, dass diese Bahnhofsklatscher da hinten endlich mal wach werden? So kann es hier einfach nicht mehr weitergehen. Und deswegen sage ich zu euch, Freunde, es ist Zeit zu rebellieren. Und es ist auch Zeit, um aufzustehen. Denn Missstände wie Kinderarmut, zur Erinnerung, circa jedes fünfte Kind ist davon betroffen. Oder dass es ca. 850.000 Obdachlose gibt. Und dass jeder Zweite, der gesetzlich Rente bezieht, unter dem Hartz-IV-Niveau lebt, kann ich nicht mehr länger mehr mit ansehen. So wie diese völlig verfehlte Asylpolitik, die hier im Gange ist. Steh auf, du deutsches Volk! Es ist unsere Heimat, unsere Kultur und unser Land. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns das genommen wird. Deutschland braucht uns genau jetzt, in diesem Moment. Und was hilft dagegen, Freunde? Merkel muss weg! Versichert, dass es keine Islamisierung gibt und dass wir alles im Griff haben und wir schaffen das. Also Frau Merkel, dann hören Sie mir jetzt mal ganz genau zu. Das, was Sie sagen, ist Pferdescheiße und gehört auf Misthaufen. Denn die haben hier schon lange nichts mehr im Griff. Richtig. Also hören Sie stets und ständig auf, uns das zu versichern. Und noch was möchte ich Ihnen sagen zum Thema Islamisierung. Weil Sie können anscheinend Ihre Hausaufgaben nicht machen. Es werden deutsche und christliche Bräuche geändert. Wie zum Beispiel aus Weihnachtsmärkten werden Wintermärkte, dass sich die neuen Mitbürger gestört davon fühlen. Es werden in deutschen Supermärkten Halal-Lebensmittel angeboten für die neuen Zuwanderer. Dieses, werte Frau Merkel, ist geschändetes Fleisch. Sie können sich gerne mal auf YouTube anschauen, wie so ein Tier leiden muss. Und an euch Bahnhofsklatscher, denkt ihr seid so tierlieb und sowas tut ihr befürworten, sowas ist grausam. In vielen Schulen und Kindergärten
Kindergärten wird auf Schweinefleisch verzichtet, aus Rücksicht der andersgläubigen Menschen. Da frage ich Sie, Frau Merkel, wer nimmt Rücksicht auf die deutschen Kinder und Jugendliche, wenn sie beleidigt werden oder schlimmer geschlagen werden von manch ein andersgläubigen Menschen, nur weil sie deutsch sind? Können Sie mir das beantworten? Nein, das können Sie nicht. Anstatt sich um die bestehenden Probleme und Missstände zu kümmern, spielen Sie Mutter Teresa für die ganze Welt und nehmen immer mehr illegale Wirtschaftsflüchtlinge auf. Und aber verschwenden auch auf jede sonst erdenkliche Weise Steuergelder. Während deutsche Kinder in Kinderarmut leben und nicht bei jedem Tag eine warme Mahlzeit haben, oder während wohnsitzlose Deutsche jämmerlich und abgeschrieben auf den Straßen Deutschlands leben und sterben, oder ein Großteil der Senioren an der Armutsgrenze lebt. Ich sage Ihnen, Frau Merkel, jeder Mensch hat das Recht, in Würde alt zu werden. Und dazu gehört nun mal ein auskömmliches Einkommen. Ja. Werte Regierung, ihr solltet euch was schämen, für Fremde besser zu sorgen als für das eigene Volk. Man sagt, die Menschlichkeit einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den Ärmsten umgeht. Werte Obrigkeiten, von eurer Menschlichkeit ist im eigenen Volk schon lange nichts mehr zu spüren. Yeah. Werte Frau Merkel, so geht's hier einfach nicht mehr weiter. Und wir alle hier sind gemeinsam hier, um das deutlich zu machen. Darum sage ich, Merkel muss weg! 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 Eine stark steigende Vergewaltigungsrate mit Tätern, mit anderen Glauben und einer anderen Herkunft. Denn diese Täter sind der Auffassung, dass eine ungläubige Frau nichts wert ist und minderwertig wäre. Nur so viel möchte ich an den Tätern sagen. Eine Frau ist mehr wert wie ihr, denn ihr seid minderwertig mit so einer Denkweise. Die Bedrohungen und Vergewaltigungen nehmen immer mal Überhand gegen die deutsche Frau. Und da ist es egal, ob man als Frau einkaufen gehen will, im Schwimmbad ist, mit der S-Bahn fahren will oder Gassi gehen möchte. Um es kurz zu sagen, wir Frauen sind im eigenen Land nicht mehr sicher. Und keiner hier unternimmt was dagegen, ob es die Staatsanwaltschaft ist oder ob es die Richter sind. Denn in den meisten Fällen werden die Täter wieder freigesprochen oder werden nicht mehr angeklagt. Aus angeblich mangels an Beweisen. Ich weiß nicht, ob es einen Sonderbonus gibt für fremde Menschen oder ob gesagt wird, naja, die wussten es doch nicht anders. Freunde, ich habe beigebracht bekommen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und meines Erachtens auch keine andere Herkunft. Und die anderen Obrigkeiten schauen weiter hinweg und kümmern sich lieber um diese Fremden, anstatt sich ums deutsche Volk zu kümmern, die sie gewählt hat. Ich möchte Sie, Frau Merkel, nochmal darauf hinweisen, Sie haben dem deutschen Volk gegenüber einen Eid geschworen und nicht anderen Völkern und Kulturen. In erster Linie haben Sie an das deutsche Volk zu denken. Noch die Frechheit zu sagen, sinngemäß, wenn ihr meine Asylpolitik nicht mittragt, dann ist das nicht mein Land. Naja, Frau Merkel, Demokratie funktioniert anders. Und wir sagen Ihnen darauf,
ist das Volk! Sie, Frau Merkel, sind meines Erachtens die Hauptverantwortliche dieser Situation. Sie sind die Hauptverantwortliche für jede Verbrechen, Vergewaltigung, Übergriffe und Terroranschläge an die deutsche Bevölkerung. Dieses Blut, das klebt an Ihren Händen! Walten, dann richtet das Volk und dann gnade euch Gott!
möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche uns, uns einen schönen friedlichen Spaziergang. Lasst euch von diesen Bahnhofsklatschern nicht provozieren, denn die sind es nicht wert. Verschließt bitte eure Augen nicht davor, was in unserem Land passiert. Achtet aufeinander und beschützt einander. Denn wir sind nicht nur eine Stadt. Nein, wir sind ein Deutschland und wir sind ein Volk. Und nur wenn wir zusammenhalten, können wir was bewirken und sind gemeinsam stark. Und noch an die Schreiberlinge. Euch möchte ich darauf hinweisen, wahrheitsgemäß zu berichten. Und an die Gutmenschen. Wenn eure Töchter vergewaltigt wurden, wenn eure Söhne zu Tode getreten wurden, wenn eure Häuser leergeräumt wurden, wenn eure Kirchen abgefackelt wurden und wenn gerade eure Köpfe vom Rumpf getrennt werden, müsst ihr euch ein was ganz fest sagen. Ich bin tolerant. Wir sind tolerant. Wir sind offen. Wir sind bunt. Wir sind keine Nazis. Wir sind gut. Danke, Berlin. Danke, Julia. Ja, den Applaus hat sie sich redlich verdient für den Mut. Julia, 24 Jahre jung. Ich denke, da können wir uns alle noch eine Scheibe von abschneiden von dieser Frau. Bitte nur um sinnbildliches Sinn.